Willkommen zurück zu dieser mehr oder weniger kleinen Jubiläumsfolge des Jagged Alliance 2 Let's Plays. Und zwar, weil das die 20. Folge ist. Und wir sind gerade in San Mona angekommen. Uns hier noch ein kleines bisschen ausgeruht. Ja, und gehen jetzt mal hier zur Bar. Schneller. Ah, hier sieht man, ist alles abgebrannt. Und das kann man auf Postkarten zeigen. Aha, interessant. Ja, wir sind wie gesagt in San Mona angekommen. Das ist hier sozusagen der Sündenfuhl-Stadtteil und die Sündenfuhl-Stadt, wo es Waffen zu kaufen gibt, wo es Prostitution gibt und. Natürlich gibt es hier auch Bars und da wollen wir gleich mal wieder mit dem Barkeeper quatschen. Ja, und so wie die Stadt, so ist auch der Barkeeper, der natürlich wieder aussieht wie alle anderen Barkeeper, in dieser Stadt etwas verrucht und hat offenbar mit allen Frauen seiner Brüder geschlafen. Hier gibt es Läden mit den üblichen depressiven Händlern. Macht nix, Dimitri. Alles nicht so schlimm. Hier gibt es noch einen Named Character, den wir gleich mal ansprechen werden. Wird man mit Ivan noch die Energie bestmöglich verbrauchen, weil ich werde, glaube ich, hier einiges an Energie brauchen, um all die Schlösser zu knacken. Insbesondere hier oben, da sind ja ganz viele verschlossene Türen. Und dort in die Schubfächer zu gucken. Ah, hier gibt es eine Feldflasche. Ich glaube, die kann ich auch gleich mitnehmen. Irgendjemand braucht sicher eine Feldflasche. Tatsächlich nicht.
Jeder hat eine Feldflasche. Ja, dann kriegt die Ivan. Aber Ira bringt sie ihm. Snack and Check. Keine Ahnung, das sieht mir ein bisschen aus wie eine Pension. So, jetzt, wenn Ivan vorbeikommt. Yeah. Was für ein krasser Move. Na, nee, lieber nicht rennen. Das verbraucht seine Energie nur noch schneller. So, jetzt geht's schon los. Er kriegt die Tür nicht auf. Schieß mal aufs Schloss. Sehr gut. Ja, jetzt muss er jetzt sowieso erstmal kurze Pause machen, bevor es weitergeht. Dann können wir erstmal mit Chris und hat sich gleich abgeduckt und diesem Named Character reden. Hallo Angel. Es ist eigentlich ganz schön teuer, aber ich nehme sie nicht. Ja, ich nehme die Beste nicht, weil der gibt mir gleich einen Auftrag. Ja, offenbar hat dieser Angel ein Problem, damit sich seine Schwester in dem Bordell zur Prostitution gezwungen wird. Und er möchte mir alles geben, wenn ich sie da raushole. Und das mache ich natürlich, weil ich ja ein netter Mensch bin, beziehungsweise meine Söldner nette Menschen sind. Und dafür bekomme ich dann auch diese Weste, und zwar gratis. So, wir haben einen neuen Logbucheintrag. Klar, da steht jetzt drin, befreien Sie Maria, genau, Maria heißt sie. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Verschwendung ist, wenn ich meine Wasserflasche dafür benutze, ja, seine Energie wieder aufzufüllen, und zwar außerhalb des Kampfes, um hier die Schlösser zu öffnen. Aber
wüsste jetzt halt auch keine bessere Lösung. Zumindest keine, die dir nicht ewig lange dauert. Klar, ich könnte noch eine Runde schlafen. Aber das dauert ja auch ewig lange. Außerdem ist der Tag jetzt auch schon relativ fortgeschritten und ich wurde halt darauf hingewiesen, dass ich doch. Ah, okay, jetzt fällt er um. Dass ich doch die Aktivitäten hier in Samona am Tage machen sollte, weil in der Nacht dann viele Läden geschlossen sind, beziehungsweise viele Sachen nicht mehr gehen, die man am Tage machen kann. Ja, Ivan gewinnt einen Punkt an Kraft. Was mir hier gerade auffällt, als ich die, oder während ich die ganzen. Die ganzen Wohnungen durchsuche. Mist. Okay. Wer hat denn noch viel Kraft? Chris hat so einigermaßen. Ja, was mir da noch so auffällt, ist, dass in diesen ganzen Wohnungen und Häusern hier im ganzen Sektor nicht eine einzige Toilette vorhanden ist. Das ist manchmal ganz schön unpraktisch, würde ich fast vermuten, aber. Naja. Not my department. Chris kriegt das Schloss natürlich gar nicht erst auf. Na, geht doch. Okay. Und dann kann er das inzwischen beschädigte Brecheisen mal Ivan wieder zurückgeben. Und Ivan kann jetzt vielleicht. Ja, vielleicht kann er wieder aufstehen. Nein, er kann nicht wieder aufstehen. Er quält sich. Ja, aber solange Ivan nicht aufstehen kann. Ach doch, vielleicht kann ich Position wechseln. Vielleicht geht das. Ja, das geht. Okay, hier gibt es auch nichts Interessantes mehr zu sehen. Dann gab es in diesem ganzen Sektor nur diese Feldflasche, die ich mitgenommen und ausgetrunken habe. Ein sehr interessanter Sektor. Und es gab natürlich den Auftrag, der jetzt hier bei uns im Logbuch steht, dass wir Maria retten. Mehr Aufträge haben wir nicht. Okay. So, sind wir in den nächsten Sektor gegangen. Ivan steht wieder. Ivan hat auch wieder Energie. Energie. Kann ja Ivan schon mal. Ja, und dieser Mann heißt Kingpin und auch diese Person hier gehört zum Beispiel zu den Schergen von Kingpin. Und wenn man hier Ärger hat in San Mona, dann sind die plötzlich alle mit Waffen ausgestattet und gehen auf einen los. Und ja, das ist alles nicht feierlich. Hier gibt es endlich wieder Toiletten, das ist doch arg notwendig. Außerdem, die Leute aus dem anderen Stadtteil müssen dann hier rübergehen, um hier auf Toilette zu gehen. Hier gibt es sogar zwei Toiletten, ja? Wahrscheinlich kommen sie dann alle hier rüber, setzen sich auf den Stuhl, schauen eine Runde Fernsehen, bis die Toilette frei ist und gehen dann auf Toilette und dann gehen sie wieder zurück zu ihrem Stadtteil. Oder so. Ja, ich habe hier so ein Video gefunden.
Diese VHS-Videokassette mit dem Titel Lack und Leder Loretta, Lack und Leder Loretta 6. So, Der unbeliebte Mann ist ein nicht jugendfreier Pornofilm. Eltern und andere Konsumenten sollten ihre Zimmertüre abschließen. Ja. Hat er sich gerade geduckt? Hat der Angst vor mir? Da ist er ja wieder. Naja. Ja, und den Ivan, den kann ich schon mal losschicken. Hier hinten hin, wo er dann wieder Türen knacken kann. Ein Getränk geladen. Ein Laden mit Triple X Stuff. Werde ich mal noch in Ruhe lassen, die Named-Personen hier. Ich schaue mir erstmal die. Ah, gehören hier alle zu Kingpin, diese Typen. Ich schaue mir erstmal die uninteressanten Sektoren an. Chris zertritt erstmal irgendwas. Nicht die uninteressanten Sektoren, sondern uninteressanteren Gegnerinnen. Oh, Chris hat einen Punkt an Kraft gewonnen, indem er den Kühlschrank geöffnet hat. Das ist natürlich, ja, bewundernswert. Er kann einen Kühlschrank öffnen. Mein Schlüssel passt nicht. Weg blockiert. Warum? Geh doch einfach außen rum. Dann werde ich mal mit Ivan weitermachen. Schau an, die Türen sind sogar geöffnet. Und ich habe natürlich in diesem Sektor ein klein wenig Angst davor, wenn ich hier Türen aufbreche, dass ich es dann mit dieser Truppe von Kingpin zu tun bekomme. Aber ich glaube, ganz so leicht lassen die sich dann doch nicht aus der Ruhe bringen. Ein Zweibein. Beziehungsweise noch ein Zweibein. Ich habe ja irgendwo schon ein Zweibein, aber kann es nicht benutzen, weil ich keine Waffe habe, wo das Zweibein dran passt. Ist dann natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, ich glaube, die sind hier alle relativ unproblematisch, diese Türen. Ich glaube, hier unten sieht es ein bisschen anders aus. Ich vielleicht Chris hier oben hinschicken. Ja, genau, hier geht's schon los. Da muss ich nämlich Türen aufbrechen. Und dafür ist Ivan zuständig. Ivan ist nämlich der Brecher. Mein Brecher. Ja, die Tür ist auch zu. Aber die bestimmt nicht. Die Tür ist auch zu und die geht auch gar nicht so leicht auf, weil hier nämlich irgendwie. Eine Kiste drin ist. Und diese Kiste wiederum enthält Waffen. Ja. Weiter geht's.
Hier unten war verschlossen. Geh ich mal dahin mit Ivan. Ich speichere einfach mal, weil ich ein bisschen Angst habe hier vor Kingpins Leuten, wenn ich hier rumschieße und so Sachen öffne und so. Nicht, dass ich da doch noch Ärger bekomme. Werkzeug! Werkzeug. Ich falle vom Glauben ab. Nimm es mit, nimm es mit. Es reicht, wenn du das in den Rucksack packst. Werkzeug brauche ich nicht so häufig. Und eine Sunny-Tasche. Die kannst du auch in den Rucksack packen. Zack, schon gekriegt. Rast das Gewicht wieder in die Höhe. Okay. Ein Erste-Hilfen-Kasten könnte ich brauchen. Aber den finde ich hier gerade wieder nicht. So, hierauf kann ich nicht schießen. Und Ivan ist ziemlich runter mit seiner Kraft. Mit seiner Energie, nicht mit seiner Kraft. Die Kraft bleibt natürlich oben. Gut, Chris. Chris ist ja mein Redner, der muss ja jetzt hier nicht so einen Scheiß machen. Macht das. Ich bin da ganz schön ineffektiv hier gerade, muss ich mal sagen. So, Dimitri, komm mal hier hin. Ah, jetzt ist es natürlich ein verschlossener Schrank. Und Joy mit ihrer geringen Kraft bekommt den bestimmt auch nicht auf. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich schaue mich nochmal um. Ah, niemand zu sehen. Ja. Dann mach halt was anderes. Oh, ein Raum mit Kanistern oder Tonnen. Wichtig, ein Tonnenraum. Braucht man immer. Hier ist verschlossen. So wie die Hintertür, die ist bestimmt auch verschlossen. Sage ich ja, aber die Vordertür nicht. Könnte ich mir vorstellen. Weil es ist der Tag, der Laden, der Delivery-Laden hat bestimmt offen. Was? Warum rennt er gleich weg? Das irritiert mich jetzt. Komme ich hier rein in den Laden, dann rennt jemand weg. Naja. Okay. Ein bisschen was bleibt denn noch übrig? Wie sieht's denn aus mit Ivan? Er soll noch weiter Energie tanken. So, ansonsten habe ich jetzt hier alle Türen geöffnet, wenn ich mich nicht irre. Kann ich mich wieder hier unten hinbegeben? Und Ivan. Versuch's noch mal. Ja.
Der ist auch ganz besonders schwierig, dieser Schrank zu öffnen. Ich glaube, da ist irgendwie Geld drin oder sowas. Gut. Soweit, so gut. Schauen wir mal in die Bar. Die heißt Vluppipost oder sowas. Komische Bar. Hier unten ist übrigens diese Shady Lady. Das Bordell. Ein Schlosserset. Oh, nein, Chris, nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Vielleicht sollte Ivan das einfach mal nehmen. Dann kann er mal versuchen, das zu öffnen. Ja, das ist natürlich. Wird natürlich nicht klappen, aber. Vielleicht kann das Ivan auch mitnehmen und Gasket geben, wenn Gasket dann hier ist. Kann er dieses Schlosserset benutzen, ja, um Türen zu öffnen oder so. Hier gibt es noch mehr Toiletten. Nein, nein, nicht Chris. Ach, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, nein! Ja, wir sehen schon, Dimitri ist kein Schlossknacker. Gut, Chris, weiter. Die Damentoilette besuchen oder die Herrentoilette? Ein Schlüssel, das ist ja toll. Dann mal her damit. Wer lässt denn hier einen Schlüssel auf der Toilette liegen? Vielleicht ist es ja sogar der Schlüssel für dieses Schloss. Das lassen wir mal Ira probieren. Ab zu Ivan. Oh, und Chris redet jetzt mal mit diesen Menschen hier. Hier gibt es nämlich ausnahmsweise mal einen anderen Barkeeper. Also eigentlich immer. Ja, also Frank hat eigentlich auch nichts anderes. Und er ist auch ein bisschen unangenehmer. Er wirkt ein wenig aggressiv, gereizt. Ja, hier unten gibt es noch jemanden. Hallo Mickey. Mickey trägt eine Waffe.
Ja, er macht ein bisschen einen verwirrten oder betrunkenen Eindruck mit seinem Genuschel. Und ich weiß nicht, Mickey O'Brien, ja, vielleicht. Vielleicht gibt es den ja auch in einer der vorherigen, also in Jagged Alliance 1 zum Beispiel als Waffenhändler oder sowas. Keine Ahnung. Ja, schon klar, er will einen Drink. Leider. Leider habe ich noch nichts für ihn. Aber jetzt müssten wir ja im Logbuch bestimmt schon wieder was zu stehen haben. Nein, haben wir nicht. Aber es gibt hier irgendwie anscheinend solche Bloodcats und wenn wir da irgendwelche Tiere, Tierteile oder sowas mitnehmen können, dann können wir das an den Mickey verkaufen. Ja, Ira dürfte inzwischen hier oben angekommen sein. Jetzt gucken wir mal, ob sie den Schlüssel hier benutzen kann. Uhu! Tatsächlich. Ja. Ein Tarnset und ein Regenerationsbooster. Den Regenerationsbooster hat er schon. Das lässt sich gut stapeln. Tarnset für Wald. Da müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie nutzvoll, irgendwie gut verwenden können. Einen Nutzen dafür finden. Dann als nächstes gehe ich mal in den Pornoladen. Die Tür habe ich jetzt auch nur geöffnet, weil bringt ihm Kraft. Und noch ein Kistenlager mit Knicklichtern. Ivan fällt erstmal wieder um. Auch ein Knicklicht ist nicht von schlechten Eltern, kann man gerade im Nachtkampf ganz gut gebrauchen, um so Lichtstellen herzustellen. Das weiß ich noch nicht. Was bist du denn? Du bist der Pornohändler. Was? Wer ist Toni? Ja, ich weiß natürlich, wer Toni ist. Toni ist der Waffenhändler, aber offenbar ist er gerade nicht da, was ich irgendwie doof finde. Und er hat ein Problem mit dieser Dame. Ja, sehr doof. Ich komme jetzt nicht an Toni ran. Und dann werde ich mal mit ihr reden. Nee, ich bin das erste Mal hier. Ja, sie mag mich nicht, aber ich habe was für sie. Und zwar Lack und Leder Loretta 6.
Und jetzt geht sie. Jetzt habe ich ihm doch einen riesen Gefallen getan. Und trotzdem vertritt er sich die Beine. Ich weiß aber ganz genau, dass Toni hier hinten ist. Ja, in seinem hinteren, im hinteren Bereich dieses Raumes. Auch wenn er sich die Beine vertritt, ist er da. Aber er macht mir jetzt nicht die Tür auf. Jetzt könnte ich ihn natürlich abschießen, aber dann habe ich hier ein Problem mit den Leuten da in der Stadt. Und auch ein Problem mit Toni übrigens, der mir dann nichts mehr verkauft, sondern mich abknallen will. Ja, also irgendwie eine doofe Idee, ihn abzuschießen. Ich fürchte, da muss ich wirklich warten, bis Ruhe eingekehrt ist und Toni wieder da ist. Ja, oder so. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn er nicht da ist. Ira, du kannst mal den Schlüssel zu Chris bringen. Ja, und ich hoffe, es ist trotzdem eine interessante Episode für euch, obwohl hier nicht viel passieren wird. Ja, ich gehe hier einfach nur durch die Häuser und quatsch mit den Menschen. Ja, mich haben wir hier. Eigentlich dachte ich eher an Arschgeweih. Vielleicht, vielleicht. Das ist ein, ja, ein wirklich wundervolles Land, tatsächlich. Immer diese Harmonie in diesem Land da und diese Gewaltlosigkeit, dieser Gewaltverzicht, das ist, ja, das ist so schön. So schön. Ich hatte hier noch nie Ärger in dem Land. Noch nie. So harmonisch. Ja, ich sehe gerade diese Beintasche ist echt witzlos, ja. Die kann gerade mal eine Granate laden und dann eben diese 50 oder 40 mm Granaten, von denen ich ja leider noch keine habe. Belastet Ivan jetzt ein bisschen. Gut, damit hätte ich einen weiteren Auftrag in meinem Logbuch. Und zwar, Kyle träumt vom Lederwarengeschäft. Und ungewöhnlich, dass der Besitzer Angel, das, also dieser Typ, der Maria befreit haben möchte und mir alles gibt, was er besitzt, ja, dass dieser Kyle genau dahin will eigentlich, ja. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Noch eine Kiste. Ich gehe erstmal zu der Kiste. Oh, und noch ein Video. Das schwebt da so in der Luft. Ein schwebendes Video. Dann mal ab in die Shady Lady.
Hallo Leila. Ja, das ist schön. Habe ich eigentlich ihm den Schlüssel gegeben? Keine Ahnung. Als ob. Komisch. Ja, Bambi. Ja, und auch hier gibt es Lack und Leder Loretta 6, aber ich bin nicht so groß daran interessiert und legt es einfach mal wieder auf diesen Tisch oder so, sodass es weiter in der Luft schweben kann. Hallo Billy. Ja. Billy wirkt auf mich ein wenig hohl, aber auch er hat eine große Knarre in der Hand und beschützt diesen Eingang. Ja, wie kriege ich jetzt am besten Maria befreit? Sie ist hier irgendwo in diesem Bordell gefangen. Schlüssel hat sie jetzt nicht mehr. Da ist er aber auch nicht. Ach, hier ist er gelandet. So, dann kommt er auf meinen Schlüsselring. Ja, dann komme ich. Ja, also es gibt jetzt hier verschiedene Taktiken, wie man hier reinkommt. Da gibt es die Möglichkeit, dass man diese Tür hier hinten aufbricht. Und dann von hinten die Räume durchsucht und sie dann da rausholt. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach sich hier einkauft und dann sie rausholt oder so. Ganz heimlich so. Heimlich, still und leise. Ohne dass es jemand mitbekommt. Wo ist eigentlich Ivan? Ivan, mein Ivan. Wie sieht es eigentlich aus? Kann ich mir hier alles nehmen? Ja, kann ich mir alles nehmen. Gut, das mache ich jetzt aber noch nicht. Ich bewege jetzt auch den Ivan hier hoch. Beziehungsweise am besten hier schon alle an den Rand. Weil ich möchte ja dann nach dort gehen, wenn ich Maria hier rausgeholt bekomme. Und ich gebe natürlich möglichst wenig Geld aus, um da reinzukommen. Also sollten 100 Dollar für die etwas ältere Prostituierte reichen. Okay, her damit. Dankeschön. Ich mag Erfahrung oder so. Das ist schon mal der falsche Raum. Der ist schon besetzt, der Raum. Okay. Jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtig vorgehen. Dort ist der Schlüssel, der besagte. Der noch nicht von mir besagte, aber der ist wichtig. Da ist bestimmt Carla drin.
Okay, der Typ geht wieder zurück. Vielleicht auch da. Der Raum ist auch verschwunden. Oh, jetzt ist er wieder da. Und geht in diesen Raum hinein. So, ich speichere mal eben und versuche mir mal ganz schnell diesen Schlüssel zu holen. So, hat keiner mitbekommen. Das Schöne ist, ich kann jetzt, glaube ich, hier die Türen aufschließen. Dumm, die dumm. Nein, nein, alles ist in Ordnung. Mein Bester. Und die Räume besuchen, die ich eigentlich nicht besuchen darf. Hier ist auch eine Frau drin. Ich speichere wieder. Noch niemand Verdacht geschöpft. So, und ich darf auch nicht in die Räume, in die falschen Räume reingehen, weil sonst stehe ich wieder vor der Tür. Das ist nicht Maria. Der Typ kommt wieder. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, in diesem Raum befindet sich Maria. Huch, was ist denn hier passiert? Kann ich ja doch in den Raum reingehen. Was ich nur nicht kann, ist hier an diesen, also diesen, wie heißt es? Ach, meine Güte, wie heißt denn dieser Schrank? Keine Ahnung. Fällt mir einfach nicht ein. Wie heißen Schränke in... Dumm, die dumm. Ich glaube, das erhöht auch die Moral. Ja, Moral super. Jetzt überall ein bisschen Spaß abgeholt. Ich kann schon mal hier hingehen. Die Tür ist hier auch verschlossen. Okay. Da ist sie, die Maria. Das mache ich natürlich nicht.
Ja. C. So, mal wieder ein Söldner im Trupp, der nicht wirklich einer ist. Aber ich werde mal die Gelegenheit nutzen und wieder auf ihre Stats gucken. Das ist ja immer ganz interessant. Erfahrungsstufe 1, keine Fähigkeiten. Medizin 2, Sprengstoffe 0, Technik 1, Treffsicherheit 11. Gesundheit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kraft, Führungsqualität und Weisheit. Naja, dumm ist sie nicht. Ansonsten hat sie, ja, ziemliche Zivilistenfähigkeiten. So, und jetzt muss ich sie noch rausschmuggeln, ohne dass es jemand sieht. Okay, dann gehen wir mal. So, wo ist Angel Shop? Hier ist Angel Shop. Da wollen wir hin. Und Maria zu ihm zurückbringen. Okay, Chris klappt jetzt erstmal ab. Dann soll er halt auch einen Schluck Wasser nehmen. Ja, doch nicht kriechen. Etwas mehr Würde. Ja, sehr schön, ich habe alles bekommen. Und ansonsten sind die jetzt verschwunden. Ich habe gar nicht bemerkt, doch. Noch sind sie nicht verschwunden. Ja, dann geht mal. Wo ist dann, sagt der andere noch was? Wo ist er denn? Wo ist denn Angel? Ich sehe ihn nicht. Geht mal aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg. Aus dem Weg, Dimitri. Das ist leider nicht Angel, aber ich kann ihn mal anquatschen. Waffen machen mich nervös, ja. Naja, Angel ist schon mal gegangen. Maria kommt dann später nach oder so. Dann schauen wir mal. Wir haben eine Kevlar-Kapsel
Kevlar-beschichtete Weste oder so bekommen. Und sie hat einen Rüstungswert von 13%. Der Feldanzug hat 17%. Ist also besser. Aber auch schwerer. Aber ich denke, hier sind noch einige andere, die eine bessere Weste gebrauchen könnten. Zum Beispiel Ira. Ira bekäme jetzt hier einen Prozentpunkt mehr, was jetzt nicht so der Wahnsinn ist. Aber hier ist zum Beispiel der Unterschied, was die Flächendeckung angeht. Der Schutzwert ist hier 25. Der Schutzwert ist hier 20. Flächendeckung ist 85. Das heißt, hier wird einfach mehr Körper bedeckt als mit dieser Kevlar-Weste. Und daher bringt auch dieser geringere Schutzwert von 20 einen höheren Rüstungswert. Ja, soweit so gut. Irgendjemand muss jetzt diese Kevlar-Weste noch mit sich rumtragen, da Ira schon zu viel Gewicht hat. Muss das jemand anderes tun? Dann macht das mal Joy. Und ansonsten habe ich jetzt noch ja, die Besitzurkunde vom Bikershop. Also werde ich jetzt mal wieder rübergehen. Im Logbuch müsste jetzt dieser Job als erledigt stehen. Maria berettet und Kingpin hat Geld in der Mona, San Mona Mine. Nee, falsch. Hoch. Rüber bewegen. Runter. So, und jetzt können wir natürlich dem Kyle den Gefallen tun und ihm den Bikershop überlassen. Und mit Ivan werde ich mal die Shady Lady besuchen. Ira hat jetzt auch schon einen Erfahrungswert von 5, das ist Wahnsinn. Ja. Sie sorgt sich offenbar. Darf ich dich rekrutieren? Rekrutierungsangebote für die Armee? Interessant. Ja. Mach mal, was Madame Leila sagt. Jo. So, er sagt mir erstmal nichts Neues. Ich werde mal mit Ivan hier noch die Tür aufbrechen. Ansonsten habe ich hier alles offen. Genau, okay. Und ich gebe ihm einfach die Besitzurkunde und dann wird er ganz anders reagieren. Er auch. Er also auch. Ob er wohl wiederkommt?
Ja, okay. Jetzt habe ich hier 10.000 Dollar. Cool. Oder 10.060 Dollar. Sehr schön. So macht man Geld. Die Tür ist verschlossen. Ivan, walte deines Amtes. Mal schauen, ob es da noch was zu holen gibt. Oh, jetzt kippt er gleich um. Naja. Ich rede nochmal mit dem Typen. Vielleicht ist ja Tony inzwischen zurückgekehrt. Was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, dass es so schnell geht. Ha, also doch. Irgendwie haben hier alle mal diesen Bikerladen besessen. Das ist schon eigenartig. Und Toni ist hinten. Das ist schön. Und ich habe ja glücklicherweise Geld bekommen, so kann ich mir durchaus auch was leisten, aber ich glaube, im Moment hat er noch nichts, was ich wirklich interessant finden würde. Hohlspitz geschossen aus Kupfer statt aus Blei. Mit lilanen Spitzen und nicht mit blauen Spitzen. Ich weiß nicht, jetzt müsste man ein Hohlspitzgeschoss zum Vergleich haben. Aber an sich sieht es hier gut aus, ja. Aber meine Güte, wer hat hier Schnelllader Revolvermunition? Passt halt nur in Revolver. Glasermunition. Und Revolver habe ich leider nicht mehr. Beziehungsweise nicht leider, sondern eigentlich gut, dass ich die nicht mehr habe, weil eigentlich sind die auch nichts wert. So, er hat auch ein bisschen Gewehrmunition. Sogar Glaser-Gewehrmunition. Und ich könnte mir hier mal einen Wurfstern kaufen. Zum Testen. Ja, ansonsten gibt es hier kaum Interessantes. Zumindest aktuell nicht. Ein paar Minigranaten, klar, die sind nicht schlecht. Aber die habe ich tatsächlich auch selbst noch. Ich schicke mal Ivan, Quatsch, nicht Ivan, sondern Dimitri in den Laden. Der kann sich mal einen Wurfstern kaufen und irgendwo hinlegen, sodass er den mal ausprobieren kann.
Das ist echt eine gute Pistole. Das ist eine sehr gute Pistole. Vielleicht. Genauigkeit 7. Die hat zwar Genauigkeit von 14 und auch einen erheblich höheren Schaden. Nee, eigentlich gar nicht mehr so. 21 und 27. 21, 26 und 27. Aber eine Genauigkeit von 7 bei einer Pistole ist schon echt gut. Und ein Visier hat die Pistole auch. So einen Mündungsfeuerdämpfer könnte ich da auch noch draufschrauben. Verkehrt ist das nicht. Und Munition dafür hätte ich hier auch noch. Die müsste ich sogar kaufen, weil ich nicht weiß, ob es hier irgendwo diese 10 mm Automunition noch gibt. Ach, Hohlspitz. Okay, 0,7, 1,7. Jetzt kann ich vergleichen. 1,1, 1,5. Okay. Naja, gut. Ich glaube. Das wird eingerechnet. Ja, ich tausche das mal. Ich tausche die Deagle gegen diese Kimber Eclipse Pro 2. Nehmen wir dann noch die Magazine dazu. Und ja, tue ich. Und den Mündungsfeuerdämpfer. Und dann nehme ich noch so einen Wurfstern dazu, um ihn mal auszuprobieren. Oder zwei. So. Gekauft. Passen auch in die ganz ruhig, wir sind fertig. Die Wurfsteine passen auch in die Hosentasche, das ist auch cool. So, dann lade ich das Ding mal und bringe noch den Mündungsfeuerdämpfer an. Die Waffe soll aber nicht Dimitri haben, weil Dimitri ist jetzt nicht der beste. Andere Idee. Ich bringe nicht den Mündungsfeuerdämpfer, sondern den Schalldämpfer an, weil der dämpft ja auch das Mündungsfeuer, glaube ich. Dimitri, bitte komm hier rüber. Und gib das mal an Chris weiter. So, Chris hat nämlich nur eine CZ-Dingsterbumster. Und die ist lange nicht so gut wie diese Kimber Eclipse. So, den Schalldämpfer, den vergleiche ich jetzt mal.
Klar, da geht dann noch die Lautstärke runter. Und was das. Ah ja, und das Mündungsfeuer wird auch gedämpft. Richtig, das wird auch abgeschwächt oder ausgeschaltet durch den Schalldämpfer. Super, dann kriegt jetzt Ira diesen Mündungsfeuerdämpfer und kann sich den auf die MAC-10 schrauben. Gibt ja auch keine Nachteile von diesen Dingern, soweit ich das überblicke. Und damit hat Chris jetzt auf jeden Fall eine Waffe. Eine coole Waffe. Oh, ist ja noch ein Schlüssel. Packt er sich die ganzen Schlüssel in die Hosentaschen? Und ich muss mal darauf achten, dass ich dafür Munition nachbekomme. Und Dimitri bekommt sein Kram. Und hat jetzt eine Waffe, die weniger AP benötigt. Genau. Okay, gut. Und ansonsten hatten wir hier noch ein bisschen Kram rumzuliegen. Und zwar eine MP5 und eine Beretta oder Beretta. Das Knicklicht sollte irgendjemand mitnehmen. Wer hat denn noch Platz? Joey steckt sich das in die Tasche. Was Munition angeht. Ja, du kannst dir mal das Schlosserset so lange mitnehmen. Diesen MP5-Holster brauchst du auch nicht so wirklich. MP-Holster natürlich. Ansonsten ist es ja dieselbe. Dasselbe Gewehr. Munition finde ich davon eigentlich auch genug. Also mache ich damit nur eins und zwar, ich verkaufe es. Chris kann das nehmen. Dann bringen wir das zu Toni und verkaufen den Kram. So. Oh, doch nicht mit der. Mit dem Gewehr. Schloss getroffen. Na, endlich. Und nichts zu sehen. Nichts Interessantes in dem Raum. Dafür ist er jetzt wieder umgefallen. Wo ist denn plötzlich Toni hin? Da. Schade. Das gibt doch einiges an Geld. Kann man sich fast überlegen, sich noch was anderes zu leisten, aber ich meine, später gibt es immer noch Sachen, die man sich bei Toni kaufen könnte. So. Genau, das weiß ich. Und Flo muss auch hierher kommen. Und ist jetzt dahin gerannt, keine Ahnung warum. Flo muss auch hierher kommen.
Okay. Weil Flo nämlich bessere Preise kriegt bei Toni. Ja, soweit so gut. Wir haben Toni kennengelernt, wir haben ein paar Quests erledigt und im südlichen San Mona gibt es auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Ja, mal gucken. Die werden wir dann auf jeden Fall erst in der nächsten Runde machen. Vielleicht warte ich damit auch noch ein bisschen, weil man dazu einen kräftigen Söldner braucht. Und Ivan ist zwar kräftig, aber erledigt. Ja, schauen wir mal. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.